Hey Leute, herzlich willkommen zu einem Video. Heute habe ich wieder mal eine coole Drohne für euch, und zwar vom Hersteller Holy Stone mit dem Modell HS220. Diese wollte ich euch hier gerne im Video kurz vorstellen. Und ja, bevor wir gleich loslegen, ich würde sagen, direkt nach dem Intro geht's weiter. Bis gleich. Sie oder wir, ich weiß, was ich wähle. Gute Arbeit. So, willkommen zurück. Ihr seht die Drohne auch hier schon vor uns. Und zwar hat die zwei verschiedene Flugmodi, einmal hier, wie ihr sie jetzt seht, zusammengeklappt und einmal auseinandergeklappt. Aber bevor wir da noch weiterschauen, schauen wir noch erst einmal kurz nach, was wir noch in der Verpackung drin haben. Deswegen lege ich mal das Wichtigste erst einmal zur Seite. Und das ist auf jeden Fall mal hier die Verpackung. Ist zwar schlicht gehalten, schaut aber ganz recht ordentlich aus. Ja, schauen wir mal, was sich noch hier drin befindet. Wahrscheinlich noch Ersatzpropeller, Ladekabel und so weiter, wie halt standardmäßig so mit dabei ist. So, die war auf jeden Fall hier drin. Holen wir auch mal raus hier. Und schauen weiter. Hier in diesen schwarzen Pappschächtelchen befand sich dann das andere Zeug noch. Gucken wir mal, einfach alles mal raus. Hier ist auch noch was drin. Fangen wir mal mit den kleinen an. So, was haben wir hier? Wir haben vier Ersatzpropeller. Dann haben wir hier einmal ein Ladekabel, ein Micro-USB-Ladekabel. Ich denke mal, jeder hat ein Handy zu Hause mit dem gleichen Kabel. Hier haben wir dann noch so mal solche Nippel, Landenippel, sage ich mal, wo man anbringen kann, falls die mal an der Drohne hier wegkommen. Können Sie diese hier austauschen? Kann ja mal passieren. Ja, dann kommen wir das wieder rein. Und schauen wir, was hier drin ist. So, einmal haben wir dann hier noch die Bedienungsanleitung. Aber die Bedienung ist eigentlich auch selbstklärend und sehr einfach, denn auf der Fernbedienung ist alles gut beschrieben. Und ja. Was kommt noch dazu? Ihr habt zwei Akkus. Die kann man für die Drohne verwenden, aber auch für die Fernbedienung. Das finde ich auf jeden Fall super praktisch. Wenn jetzt mal der Akku leer ist von der Drohne, kann man immer noch den anderen Akku nehmen, der aus der Fernbedienung, und zum Fliegen nutzen. Vielleicht reicht noch der Akku von von der Drohne dann für die Fernbedienung aus. Ja, schauen wir uns jetzt hier nochmal die Fernbedienung im Detail an. Ihr habt hier einmal die Steuerungsknüppel, dann habt ihr hier die Start- und Landungsknopf zum Trimmen. Hier haben wir Ein- und Ausschalter für die Fernbedienung selbst. Dann habt ihr hier den Headless Mode. Hier kann man dann entweder die Kamera oder die Fotofunktion starten, ohne sein Smartphone zu verbinden, oder mit Smartphone. Und hier haben wir einmal zwischen, wie gesagt, diesen zwei Modis einmal jetzt hier zusammengeklappt, müsst ihr dann hier diesen Modus einschalten. Es leuchtet dann hier die rote LED. Dann funktioniert das Fliegen auch mit zusammengeklapptem Zustand. Jedoch habt ihr dann keine Kamera, weil die ist jetzt hier verdeckt durch die Propeller. Hier ist sie. Die ist, wie gesagt, dadurch hier verdeckt und kann somit auch nicht genutzt werden. Dafür ist sie aber halt etwas kleiner und kann auch in kleineren Gebieten besser gesteuert werden, sage ich mal. Ja, schauen wir uns hier nochmal die Drohne an. Wir haben hier, wie gesagt, vier Propeller, dann hier diesen Schutz, der ist hier fest angebracht. Man kann es hier so auseinanderklappen. Und hier befindet sich, wie vorhin erwähnt, unsere 720p-Kamera, also HD-Aufnahmen. Ich muss auch gestehen, relativ gute Bildaufnahmen macht sie, also schöne Videoaufnahmen für die Preisklasse. Und ja, hier befindet sich unser Akku. Der wird hier dann einfach herausgezogen und auch hier wieder so reingesteckt. Und das ist, wie gesagt, identisch mit der an der Fernbedienung. Den könnt ihr dann hier auch verwenden. Was ein bisschen blöd ist, und zwar, ihr könnt nur einen Akku aufladen. Und zwar hier, indem ihr das hier anschließt. Ihr habt also hier keinen Anschluss direkt am Akku, wo ihr da mit Micro-USB reinkommt. Das heißt, er muss in die Fernbedienung rein und dann hier aufgeladen werden. Ja, ich sehe gerade hier oben noch, haben wir einen Speed-Button.
Und hier einmal zum Loopings machen, Flip Mode. Was haben wir noch an der Fernbedienung? Und zwar haben wir hier eine Handyhalterung. Die kann man hier auseinanderklappen und dann kann man hier sein Handy reinstecken. So, ja, was haben wir noch? Ja, wie wird die Drohne eingeschaltet? Ganz einfach. Und zwar einfach nur hier durch einen leichten Touch drauf, hier. Und schon seht ihr hier auch die blaue und weiße LED leuchten. Ich mache es aber nochmal. So. Und danach startet man hier die Fernbedienung, drückt einmal rauf, runter und schon ist beides gekoppelt. Ihr seht auch hier in der Fernbedienung blinkt nichts mehr. So. Ja, um loszulegen, drückt ihr hier einmal drauf. Wir starten die Motoren. Um jetzt abzuheben, müsstet ihr einfach den Steuerhebel nach oben drücken. Ich mache das jetzt aber nicht. Ich starte die Drohne jetzt hier mal durchs Zimmer. Ich bin auch draußen schon damit geflogen. Deswegen würde ich sagen, es ist eine gute Indoor-Drohne für draußen. Da darf es wirklich nicht windig sein. Also kleine Höhen geht einmal frei noch, aber sobald etwas höher kommt, wo es dann windiger ist, kann es schon etwas schwammiger werden und die Drohne könnte euch abdriften, wenn ihr Pech habt, denn die ist auch natürlich sehr leicht, ihr seht auch die Größe. Und deswegen passt auf jeden Fall auf. Und wie gesagt, entweder irgendwo in der Halle, zu Hause im Zimmer geht auch noch. Man kann sie auf jeden Fall relativ gut steuern. Von daher sollte es auch hier, in jedem Fall hier im Zimmer auch kein Problem sein. Ich werde jetzt mal hier kurz im Zimmer rumfliegen mit dir und am Ende des Videos knüpfen wir noch eine Aufnahme, die ich draußen gemacht habe mit der Drohne. Die hänge ich einfach mit dran und könnt ihr sehen, wie die Kamera selber auch aufnimmt. Die App, die gibt es in beiden Stores zum Runterladen und wird auch relativ einfach funktionieren. Ihr könnt das damit steuern. Ich bevorzuge aber immer die Steuerung hier per Fernbedienung als per Handy, weil ich finde es etwas ja, hakelig, gefällt mir nicht wirklich, muss ich sagen. Ja, starten wir mal einfach einen kleinen Rundflug hier durchs Zimmer. So, ich würde sagen, wir starten jetzt das Ganze mal. So, und abheben. Nochmal ein Flip. Wenn die Drohne zusammengeklappt ist, könnt ihr keine Flips machen. Das funktioniert nicht. Was mir auch noch sehr gut gefällt, ist, sobald der Akku sich dem Ende neigt von der Drohne, bekommt ihr hier ein Piepsen auf der Fernbedienung und wisst, ihr müsst zurückkehren, bevor die selbstständig abstürzt. Ich müsste die hier ein bisschen trimmen, denn es bewegt sich etwas unschön. Aber man muss erst einmal auf jeden Fall ein kleines Feingefühl mit der Fernbedienung finden, um das dann auch ordentlich steuern zu können. Was auch gut ist, sie hält auch ihre Höhe. Und ihr könnt eigentlich dann nur noch nach vorne und so weiter hier mit ihr lenken. Und müsst gar nicht mehr auf die Höhe unbedingt achten. Es gibt auch, wie gesagt, Speed-Modis, 3 Stück glaube ich sind das. Und da reagiert die Drohne dann auf jeden Fall etwas schneller. Das war einmal im zweiten. Drohne etwas schneller, nochmal. Und jetzt noch etwas aggressiver, sage ich mal. So, dann haben wir auch den Headless Mode. Mal auch kurz einschalten. So, ihr seht auch, es blinkt jetzt hier. Aber es ist jetzt der Headless Mode und das ist auch ganz praktisch, da könnt ihr nichts falsch machen. Ich denke, das ist vielleicht sogar die Akkuwarnung. Ihr könnt hier mit einem Akku 5 bis 6 Minuten, also 15 Minuten schafft ihr mit einer Akkuladung nicht, so wie es der Hersteller angeht. Vielleicht, wenn ihr den anderen noch mit einlegt. Aber es könnte auch jetzt bloß ein Piepspunkt sein, dafür, dass ich hier im Headless Mode bin, ich weiß es gar nicht.
Aber der Headless Mode funktioniert echt super, super praktisch. Hoppa. Okay, ich hänge euch jetzt noch am Ende des Videos, wie gesagt, die Aufnahme der Kamera auf, also wie die Kamera selber aufnimmt, damit ihr ein Bild davon machen könnt, was für eine Kameraauflösung oder Bildqualität die Kamera hat. Ich kann auf jeden Fall sagen, sie ist nicht schlecht, also für 80 Euro kriegt man hier eine richtig gute Drohne, wo man echt Spaß damit rumfliegen kann hier. Und das macht auch richtig Spaß, wie gesagt, ihr braucht Akkus und das entfällt schon mal das nervige Batterien kaufen und so weiter. Aber das Einzige, was stört, ist, ihr müsst halt immer eine Batterie jeweils aufladen. Ja, hängt das Video ein, das war auf jeden Fall mein Fazit, das ist eine gute Drohne, für einen guten Preis. Und es macht auch richtig Spaß, damit rumzufliegen. Schauen wir mal hier den Headless Mode auszuschalten und noch einen Flip. Und zack, jawohl. Hat gut geklappt. Macht's gut, Leute. Danke euch fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Thank you.